Hallo. Hallo. Da ist so ein komischer fetter Mann in der Stadt angekommen. Ja, der steht schon eine Weile dort. Der will ein Zeug verschenken. Der will Zeug verschenken. Ich trau dem Typen nicht. Warum? Wenn es Geschenke sind, nimm es Geschenke. Der will die tauschen. Der will ganz komisches Zeug dafür. Cannabis, Drogen. Ja, und? Auch Frauen? Nee, der will dieses Zeug. Ich nenne das Cannabis. Okay. Ja. Woher haben sie es dann? Du hast hergestellt. Ich habe für jeden einen. Ganz und jeder einer so eine Sache holen. Hm? Warum da ein großer Tisch ist? Fragen Sie das den da. Der ist der Stadt her. Warum ich? Der stand das letzte Mal noch nicht hier. Hat vielleicht der fette Mann den aufgestellt? Hat der generell hier was geändert, weil dieser ganze Glitter-Scheiß hier. Ja, ich bin schon noch ein Keks, ne? Guck mal den Bomben ab, ne? In 2-3 Tagen reiß ich das ganze Zeug wieder ab. Ich spring das in die Luft, ne? Ich hab hier nicht so zwei lieber Luft, nicht. Kann er ach, der Stadtherr kommt schon. Da ja, stehen irgendwelche Namen hier. Oh, dieser. Gut, dann können wir ja zum Tisch. Das ist also, und ich hab Zeug, was ich verteilen muss. Der Dude da hat mir da was von erzählt. Da, weil das auch ganz viel Cannabis essen, habe ich da mal Wein hingestellt. Ach ja, und wenn jemand unsterblich sein will, einmalig, dann kann er sich für 48 Coins das Ding da kaufen. Das wäre vielleicht was für Sie, Herr Ramon. Kommen Sie mit, Ramon. Hi. Und wieso ist dann vor dem der Unsterblichkeit? Ja, weil man dann einmal unsterblich ist. Dann ist es weg. Ja, einmal. Aber und das Ding ist ziemlich selten. Ja, sieht man leider auch am Preis und deswegen kauft es eben. Ja. Ich habe mal Wein zu diesem Tisch da gestellt, weil das mir nach einem Festtisch aussah mit Festessen und so. Haben Sie was Alkoholfreies für mich? Und für Herrn Ramon, der darf kein Alkohol mehr. Müsste ich dann. Herr Ramon, Sie werden aus der Stadtwache geworfen, wenn Sie nochmal Alkohol trinken, während ich dabei bin. Okay. So. Und ihr ganze Rüstung wird dann beschlagnahmt. Schade. Schade, allein plus einfach nur schade zu sagen. Okay. Einfach nur schade. Ja, wenn ich mich entscheiden könnte, ob ich Alkoholpreis vielleicht einen Job auch nehme. Ich glaube, dann würde ich lieber Alkohol. Nein. Ja. Da haben Sie keine vielleicht haben Sie ja selber irgendwas. Da haben Sie gar nichts mehr. Ich glaube, die vorletztes Jahr hat ja mal Getränke verkauft. Ich nehme Ihnen alle Waffen und Rüstungen und sperre sie weg. Also das ist das. Weil Wasser könnte ich Ihnen anbieten, aber sonst hätte ich. Oder Sie sperren sie ein. Sonst habe ich halt nichts. Also dieser Herr für Sie auch nochmal. Dieser Herr hat ganz, wer will, solche komischen Sachen hier. Ich wo Nagel draufgeklebt wurde. Und dann schenkt er Ihnen was. Okay, ich hätte gern so eins. Ja, ich würde aber sagen, wir setzen uns erstmal einen Tisch, ne? Ja. Aber für die Rüstung sollten wir mal ausziehen. Das wollte ich auch fragen können. Weil es scheint wie eine Festigkeit zu sein, dass die Stadtwache auch die Rüstung abzieht. Auszieht. Ja. Das ist ein Hemd. Das ist ein Brustpanzer, das sehe ich von hier. Das ist ein Hemd. Ich habe meine Rüstung nicht an. So. Herr Ramon. Ja? Was haben Sie mit Ihrem Gesicht gemacht? Die Zombies. Herr Eick, Ihre Rüstung auch. Muss ich da noch irgendwas sagen? Ich hab keine an. Sehen Sie doch, er hat keine an. Ja. Nur weil er sich als Stadtherr traut, in der Stadt ohne Rüstung rumzulaufen, brauchen Sie gar nicht so jemals zu behaupten, dass er Rüstung an hätte. Nein, sag gerade so aus, als hätte er hinter Benny noch irgendwas an. Es weckt Erinnerung. Oh. Dieser Geschmack. Gucken Sie das mal. Hey, das ist doch ein Angebot für Sie. Ah. Okay, dann mal bitte alle den Tisch. Scheiße, da den Tisch scheißen. Das können wir, lässt sich einrichten. Herr Ramon? Jo. Ist das hier nicht Ihr Teller?
Welcher Tell? Oh, ja, dazu, das wäre Mon. Die Stühle sind sehr niedrig. Ich glaube, diese Karotte kommt mir sehr bekannt vor. Das ist ein guter Nachtlack, keine Karotte. Oh, wow. Das ist ein goldener Nagler. Herr Eick, suchen Sie für mich einen Stuhl aus und bleiben Sie sitzen. Sie sind doch kein kleines das für, Kind mehr. Das ist für Tobias. Ich spiele nur Stuhlrücken. Jetzt gehen Sie von meinem jetzt Stuhl runter. Boden. Das Leute, war... keine Klopperei. Benny sucht den anderen. Herr Ben. Sind wir die einzigen, die heute wach sind? Herr Ben, lass uns. Der hin? Hallo? Keiner da. Wenn Sie wollen. Haben Sie das draufgenäht? Wenn Sie da nicht so neugierig, bitte unseren Gast zu Tisch und kommen. Setzen Sie sich doch dahin. Aber. Was wird das hier für. Setzen Sie sich dahin. Sie hinsetzen. Werden Sie sich um die. Nein, was diese Veranstaltung hier soll. Sie sollen sich setzen. Setzen Sie sich einfach und essen Sie. Wer ist das denn? Das ist keine Ahnung wer. Er will nicht sagen, wer er ist. Statt dass ich Sie begrüßen werde, werde ich direkt ausgefahren. Wir haben ein Festmahl für Sie vorbereitet, weil wir wussten, Sie kommen in unsere Stadt. Sie wussten von meinem Ankommen. Also ich nicht, aber es irgendjemand wusste davon. Ist er nicht unfreundlich oder so zu den anderen? Ich weiß nicht, die trauen. Ja. Hier laufen komische Menschen rum. Das ist richtig. Ja. Der eine trinkt zu viel, der andere stottert beim Reden. Guten Tag. Und... Also das Essen ist echt, ja. Ist echt lecker. Der einzige Normale bin gerade ich. Der einzige Normale? Ja. Was? Sie können es auch vom Teller direkt essen. Sie brauchen es nicht. Vom Teller runter. Ja, ich hab. Soll ja nichts verschenken. Ja. Achso. Ich hab nichts gegessen, das war. Ich hatte ziemlich Hunger. Boah, ich. Warum hab ich Kopfschmerzen? Wer hat die Fässer voll Wein mitgenommen? Die hab ich weggemacht. Wollen Sie mal wissen, warum? Warum? Gucken Sie da mal rein. Hä? Ja. Tut mir leid. Wer hat das ganze Getränk mitgenommen? Benny hat ein bisschen getrunken. Herr Benny? Lassen Sie die Fette in Ruhe und geben Sie mir das Fass wieder her, was Sie gerade aufgesammelt haben. Bleiben Sie von der Fass weg. Ja. Das ist schon, dass das... Alter, Alko, hören Sie auf zu gehen, das steckt an! Ich jetzt selber! Ja! Sie, kleiner Halsbold. Das ist schon dunkel! Und Sie meinte, warum haben Sie überhaupt diese Bäume geschmückt? Der Ramon? Wieso wir? Die standen schon! Als wir heute alle aufgestanden sind. Scheinbar ist er ja... Sag mal, so kann ich ja noch nicht mehr, dass ich... Also... meine Grenze... Ja! Geschenke. Einen fertigen Mann, was auch immer. Ist mir doch egal. Und was bekommen Sie? Ein. Was wie ein Umhang. Ich hab nen schwarzen Gürtel. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht mit. Das ist Kohle. Sie haben Kohle. Das heißt, Sie waren nicht brav. Ich war nicht brav. Mhm. Was haben Sie bekommen? Sie waren nicht. Ich hab das hier bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass man damit eventuell gleiten kann. Und was haben Sie bekommen? Ein Stein. Cool. Ein Stein? Kannst du hinstellen? Das sieht aber nach einem coolen Stein aus. Der hat Obsidian hin verarbeitet. Wo ist Herr Eikin? Jetzt habe ich ihn getan. Und was haben Sie bekommen? Ein Stock. Ich habe eine Cassie bekommen. Was ist das? Ja, deswegen, vielleicht ist, ich glaube, das ist gar nicht mal das so gut für Sie. Was macht man damit? Der sieht auch weiß aus, die ist ja, ich glaube nicht jeder Stand hat auf. Was macht man damit? Weiß ich nicht, die heißt einfach Cassie. Aber jetzt glaube ich nicht mehr. Ist das Porzellan?
Ich weiß es nicht. Ich stelle den Kohl aus. Bett. Ich habe Perlen bekommen, aus denen man meine Rüstung machen kann. Das ist doch toll, ne? Ja. Das Komische ist, hier drauf steht Hunter. Hier drauf ist Hunter Cloak geschrieben, aber ich bin gar kein Jäger.